ungefähr Stahlblech sein da? Na. Aus dem Schrottcontainer, selber einen Schrottcontainer gefunden. Klapper, Klimper. Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem Feldpost-Kanal. Heute wieder zu Besuch bei Funky, in dessen sehr überschaubarer Sammlung an diversen Utensilien diverser Kriege. Heute werden wir uns mal ganz speziell mit einem Thema beschäftigen, was mich sehr interessiert, was wir schon immer mal machen wollten, aber wir hatten nie die Möglichkeit. Heute ist es soweit und ich werde es jetzt noch weiter unnötig spannend machen. Funky, worüber reden wir denn heute? Du hast gesagt, wir wollen über Reichswehr reden. Richtig. Also wir reden heute über die Reichswehr, über die Uniformen, jedenfalls die, die uns zur Verfügung stehen, und ein bisschen über die Ausrüstung, das, was wir halt vorzeigen können. Genau. Ich weiß, wir können ja mal kurz ein bisschen über die Geschichte der Reichswehr reden. Das ist ja im Endeffekt, um das mal grob zu sagen, die Armee, die nach dem Ersten Weltkrieg quasi gegründet wurde. Genau. Ja, dabei wollen wir mal unterscheiden zwischen vorläufiger Reichswehr und der Reichswehr. Vorläufige Reichswehr, also quasi November, Dezember 1918. Und das ganze Jahr 1919. Und die Reichswehr ab genaues Datum kann ich nicht genau sagen, ab 1920 irgendwann. Da müssen wir mal ins Buch gucken. Ja, das blenden wir da unten ein, das genaue Datum zur Gründung der offiziellen Reichswehr. Das machst du, genau. Die Reichswehr war während der Weimarer Republik und in den ersten Jahren des Dritten Reichs von 1921 bis 1935 die Wehrmacht der Deutschen Republik. Die deutschen Streitkräfte waren in jener Zeit als Berufsarmee organisiert. Die Reichswehr bestand aus Reichsheer und Reichsmarine. Nachdem das deutsche Heer im Januar 1919 aufgelöst worden war und in ein Friedensheer umgeformt werden sollte, beschloss die Reichsregierung im März 1919 die Bildung einer vorläufigen Reichswehr. Aufgrund der Bedingungen des Versailler Vertrages unterlagen Umfang und Bewaffnung der Reichswehr starken Beschränkungen. Die Reichswehr agierte als Staat im Staate und ihre Führung war ein wichtiger politischer Machtfaktor innerhalb der Weimarer Republik. Teils unterstützte die Reichswehr wie im Ebert-Gröner-Pakt die demokratische Staatsform, teils unterstützte sie mit der Schwarzen Reichswehr antidemokratische Kräfte. Die Reichswehr sah sich als Kaderarmee, welche die Expertise des alten kaiserlichen Militärs erhalten und somit die Basis für eine Wiederaufrüstung bilden sollte. Wir gucken jetzt zwar gespannt auf die Uniform, aber wir fangen mal mit frühen Reichswehr-Ausrüstungsstücken an, weil frühe Reichswehr-Uniform habe ich leider nicht. Aber das kann man aber erklären, wenn ich Bilder finde oder wir werden irgendwas. Ich habe welche, die gebe ich dir. Genau. Und wir werden entweder suchen wir schematische Sachen oder blenden Fotos ein, genau. Weil für die Reichswehr wurden ja nicht direkt neue Uniformen entwickelt. Genau. Es wurden WK1-Uniformen verwendet, hauptsächlich M15-Uniformen, aber es gibt auch die 1910er-Uniformen, die abgeändert wurden, aber hauptsächlich die M15-Uniformen mit spitzen Aufschlägen, auch in Resetagrün. Der Kragen immer noch in Resetagrün und was ganz charakteristisch für die Reichswehr ist, aufgesetzte Brusttaschen. Ja. Oder auch eingelassene Brusttaschen. Genau. Gab ja teilweise schon im Ersten Weltkrieg, aber da haben die Unteroffiziere und Offiziere immer einen Finger gehoben, dass sie das nicht machen durften. Genau, also es war ja auch grundsätzlich aufgrund der Materialknappheit verboten, aber ich kenne auch diverse Fotos, gerade von jungen Piloten. Ja. Von Fliegern, die sich dann mit Brusttaschen besetzt haben, einfach weil die es geil fanden. Ja, ja. Die Lustwaffe halt. Richtig, ne? Und die wollten halt auch nach was aussehen. Genau. Ja, da fangen wir mal an mit, ganz witzig, Gasmaskendose Erster Weltkrieg mit den hohen Deckel, das letzte Modell, aber verlängert, weil die in der Reichswehr oder im Laufe des Krieges schon gemerkt haben, dass die Gasmaskendosen an und für sich zu klein sind für die Gasmasken, weil die so geknetscht wären. Ich sage es jetzt mal mit meinem mitteldeutschen Dialekt. da wurde einfach ein Blechstreifen dazwischen gesetzt und wurden die Gasmaskendosen verlängert. Gibt es verschiedene Modelle. Eigentlich alle Modelle, die im Ersten Weltkrieg getragen wurden, wurden auch in der Reichswehr getragen, verlängert.
Wir sind ja nicht bei armen Leuten. Noch. Das sind nur die armen Leute zu Besuch. Genau. Ja, Reichswehrdosen, Erste Weltkriegsgasmaskendosen verlängert für die Reichswehr. Genau. Irgendwann haben sie dann mal eingeführt, ich glaube, war das 1928, die Gasmaskentasche für die Reichswehr. Ganz tolles Ding. Das hier ist von 32 gestempelt. Ja, kommt die Gasmaske 30 rein und ein Filter und Schlauch dazu. Ja, aber war interessant, dass sie zwischenzeitlich wieder von der Dose weg sind, weil es gab im Ersten Weltkrieg ja schon mal eine Tasche. Genau. Dann hatte man die Dose, dann gab es wieder die Tasche und dann hat man ja dann später in der Wehrmacht wieder eine Dose eingeführt. Genau, ne? Ja. Ob das vielleicht einfacher zu produzieren war, so eine Dose? Ich weiß es nicht. So alt bin ich nicht, dass ich das sagen kann. Ja, was haben wir noch? Also in der Reichswehr wurden auf jeden Fall in den ersten Jahren auf jeden Fall die Stiefel aus, also der Marschstiefel 66 weitergetragen. Und dann wurden ähnliche Stiefel wie in der Wehrmacht, wie ich sie jetzt trage. Ich trage jetzt die kurzen Wehrmachtsstiefel. Die gab es ja noch mit längeren Schaft. Und die waren wohl dann schon in der Reichswehrzeit aktuell. Ne? Ja, da war im Endeffekt der Unterschied zwischen dem Erste Weltkriegsstiefel, also dem Marschstiefel 66 und dem Marschstiefel der Wehrmacht, war im Endeffekt nur der, dass dann die Naht, die im Ersten Weltkrieg noch auf der Seite war, genau, die ist dann später im Zweiten Weltkrieg, hier sieht man das dann, die ist dann nach hinten gewandert. Das war so der gravierendste, genau, Unterschied. Sonst, genau, vom Schiff des Schuhs, genau, ne? Und von der Sohle her blieben die relativ gleich. Genau, benagelt mit Halbsohle, Hackeneisen. Ja. Macht schöne Musik. Richtig. Stampft sich gut. Genau. Dann müsste ich jetzt noch mal kurz aufspringen und müsste diesen Koppel mal rausholen. Ja, das machen wir. Mach ich. Bis gleich. Ja, und dann in den ersten Jahren der Reichswehr wurde darauf geachtet, oder was heißt geachtet? Die wollten auf jeden Fall nicht mehr die Koppelschlösser aus. Ne, du hast jetzt auch keins um. Ich habe keins um. Also nicht mehr die Koppelschlösser der kaiserlichen Armee, genau, verwendet werden. Genau, weil die von der Krone weg wollten. Es gab ja keine Krone mehr. Jedenfalls nicht mehr im Dienst. Und da wurden quasi diese Kavallerie-Koppelschlösser aus dem Ersten Weltkrieg wurden genommen. Und bis 1925, 26 wurden diese Sachen getragen und dann haben sie das Kastenkoppelschloss eingeführt, wie man es halt heute noch kennt, wie es die Bundeswehr heute noch hat. Ja. Auch mit dem Bundesadler, Gott mit uns. Heute steht halt was anderes ringsrum. Einigkeit und Recht und Freiheit oder sowas, glaube ich. Ja? Ach, weiß ich jetzt auch nicht. Ist auch egal. Ne? Und bei diesem Koppelschloss ist es sogar spannend, kann ich eine kleine Geschichte erzählen. Ich hoffe, das Video wird nicht so lang. Ich hoffe doch. Kumpel von mir aus Jülich, da guckt bestimmt zu. Bei dem war ich zu Gast und nach dem dritten Bier haben wir uns dann mal die Sammlung angeguckt und hin und her. Und hier steht auf dem Widerhall drauf, Infanterieregiment 53. So, Rudi, wie kommst du zu dem Schloss? Ach, das habe ich mal auf einer Börse gekauft. Ich sage, du, Infanterieregiment 53 ist 1935. Also die letzten Zuckungen der Reichswehr, in Anführungsstrichen, in Naumburg, in meiner Geburtsstadt, aufgestellt wurden. Ich sage, das musst du mir jetzt verkaufen. Nee, das verkaufe ich dir nicht, das schenke ich dir. So, und somit ist das schöne Koppelschloss zu mir gekommen. Ganz tolles Stück. Danke, Rudi. Ja, Reichswehr wurde natürlich der alte Helm weitergetragen. M16, M17, M18 Helme haben die getragen. Immer mit dem National dann drauf. Ja. Ich könnte jetzt unten noch einmal einen restaurierten zeigen. Ach, wir bleiben mal lieber bei den Originalen. Wir bleiben bei Originalen heute. Hier drüben ist mäßig, was da mal drauf war. Schreibt es in die Kommentare, was ihr vermutet. Ja, also es sieht für mich tatsächlich ein bisschen aus wie eine preußische Kokarde. Also ich glaube nicht, dass da ein Hakenkreuz drin war. Gut. Also ich glaube es nicht, aber ich würd auch meine Hand nicht dafür ins Feuer legen. Im Endeffekt ist es scheißegal. Toller Helm. Ja. Ja. Dann wurden Mäntel eingeführt ähnlich wie den Einheitsmantel 15 mit Reseta grünen Kragen. Und war ja dann auch quasi der direkte Vorgänger vom M36. Genau, ne? Der hatte dann später den flaschengrünen Kragen. Den flaschengrünen Kragen. Hinten ist der genau geschnitten wie der M15-Mantel. Mhm. Es ist quasi M15-Mantel bloß zum Überknöpfen. Ja. So. Nichts Aufregendes. Ja,
Ja, und die dann, viele von euch haben das schon gesehen. Ich finde das schon spannend. Ja, dann haben wir Feldflaschen. Es wurden natürlich, ich stehe noch mal kurz auf und klappern mal noch ein bisschen. Es wurden natürlich, welche nehmen wir? Die nehmen wir. Es wurden natürlich die Feldflaschen der alten Armee weitergetragen. Und irgendwann Mitte der 20er Jahre hat man dann auch mal neue nachproduziert. Ist ja auch immer mal was kaputt gegangen. Hier haben wir jetzt eine ESB 34. Gut, die kann natürlich auch von einer Parteiorganisation sein, aber die hat diesen typischen Karabinerhaken Reichswehr oder Kaiserliches Heer. Ja. Was halt eben auch sehr interessant ist, alle von euch, die unser Video über Feldflaschen gesehen haben, da haben wir ja gesagt, dass alle Trinkflaschen und alle Essgeschirre aus Aluminium eingesammelt wurden, weil Aluminium ja Mangelware war. Ja. Und ab da gab es dann quasi in der Neuausgabe nur noch Ausrüstungsstücke aus Stahlblech. Das ist auch korrekt, aber die Reichswehr hat dann diese ganze Ausrüstung, also die Reichswehr hat es aus Aluminium wieder eingeführt, ja. Und auf dem zivilen Markt, die haben ja diese Trinkflaschen für den zivilen Markt nicht anders hergestellt. Ne? Genau, das war halt einfach ein Prinzip, das hat funktioniert und da hat man die dann später wirklich in den 20ern wieder aus Aluminium hergestellt. Genau, ne? Hier haben wir ein ähnliches Modell von 1929. Ich vermute stark, dass das, ich kann es nicht beweisen, weil es in der Literatur so nicht auftaucht. Es tauchen entweder die von der alten Armee auf, oder die Feldflasche 31, die dann quasi, die jeder kennt, der schon mal Stalingrad, die Filzmeier-Verfilmung gesehen hat. Der sich mit dem Zweiten Weltkrieg beschäftigt, der kennt auch die Feldflaschen von der Reichswehr. Das letzte Modell. Aber ich vermute, dass, das ist meine Spinnerei. Ja. Beweist mir, schreibt mir mal unten drunter, was ihr denkt. Ja, genau. Genau. So, Aluminium, hast du ein gutes Stichwort gegeben. Ja. Kochgeschirr in eines deiner letzten Videos hast du Kochgeschirr vorgestellt. Aluminium, das ist jetzt von 1914 sogar. Genau, also die waren damals noch schwarz lackiert. Allerdings leidet die Farbe natürlich extrem. Man muss auch sagen, dass die schwarzen dann später auch nochmal feldgrau lackiert wurden, bevor sie dann wiederum eingesammelt wurden. Und dann, hier ist auch noch feldgraue Farbe drauf. Und dann wurden die natürlich gegen die neue Stahlblech-Variante eingetauscht. Das wäre dann das hier. Das ist auch noch eine recht frühe Stahlblech-Variante, weil hier oben quasi noch die Falz fehlt. Genau. Der wurde quasi, diese aufgenietete Lasche wurde nochmal um 45 Grad abgewinkelt, um quasi das Herausrutschen oder Abrutschen vom Tornister zu vermeiden. Das fehlt hier noch. Das heißt, das muss eins der ersten Modelle gewesen sein, die damals aus Stahlblech ausgegeben wurden. Ich glaube, 1915 ist das gestempelt. Ich sehe es leider nicht so gut. Irgendwo steht es irgendwo. Also ich sehe den Hersteller, aber nicht das Jahr. Sei es drum, suchen wir später. Ja, genau. Und jetzt haben wir ein Stück von 1928, also Reichswehr und Aluminium. Der Stiel, ich nenne es jetzt mal Stiel, im ja, wieder so gefertigt wie vor dem Ersten Weltkrieg, aber mit dieser Falz. Mit diesen umgeknickten. Genau. Und was mich jetzt noch interessieren würde, weil da gab es ja auch noch die Thematik mit dem Göffel. Ja. Und das ist hier tatsächlich nicht mehr drin. Weil in den Ersten Weltkriegskochgeschirren, wenn du es mal halten magst, ich werde dir dann mal dein frühes zeigen. Ja, zeig mal her, das Zeug ist. Da hast du nämlich hier eine Lasche und hier hinten die Einfassung. Ah, wieder was gelernt. Und da kommt nämlich dann der Göffel rein. Ja. Und das fehlt bei der Reichswehr wieder rum. Das stimmt, ja. Tatsächlich, warte mal, ich habe hier noch eins. Jetzt wollen wir es genau wissen. Hier, steck mal zusammen. Ja. Also ihr seht schon, Funky hat das eine oder andere Essgeschirr. Hier ist es auch nicht drin, ne? Tatsächlich. Und dann ist das gestempelt. 27. Ja, das ist auch dann ist es wahrscheinlich bei der Reichswehr ein Wegfall gekommen oder die hat ein anderes Besteck. Das weiß ich jetzt auch nicht aus. Nee, also ich glaube, das Besteck ist schon dasselbe geblieben. Ja, na gut, das ist ja bis heute ähnlich. Wie machen wir weiter? Hier haben wir, pass auf. Ja. Hier haben wir nochmal Infanterieregiment 53 aus Naumburg. Schon aber mit Brustadler.
Also quasi, wie gesagt, das ist 35 aufgestellt, das Regiment. Ganz frühe Uniform, das müsste sogar noch, ich schätze mal stark, eine 34er Uniform sein, hat spitze Schulterklappen. Ja. Wurde sogar mal verschickt. Ich finde das süß, dass sie ihm so rosa Wänkchen und rote Lippen geschminkt haben. Naja. Ja gut, damals war das vielleicht noch so. Das würde heute gut ankommen. Ja, genau. Ja, dann haben wir, wollen wir mal noch Brotbeutel, ja, die Brotbeutel sind die von der alten Armee, die kennt man ja, die habt ihr schon mal Brotbeutel-Video gemacht? Nee, noch nicht. Na, dann kommt das aber bald. Das kommt noch. Wir können noch was über die Mütze sagen. Das ist zwar jetzt kein Original. Und vor allem das, wo die Leute wahrscheinlich schon geil von. Die sollen das Video bis zu Ende gucken. Richtig. Ja, die Mütze, die ich trage, ist quasi diese Feldmütze 17, bloß mit Stoffschirm und nannte sich dann Feldmütze 1920. Obwohl die 17er Feldmützen, weiß nicht, ich kenne Fotos von 1934, da haben die noch die 17er Feldmützen auf. Als wurde ja nichts weggeschmissen. Das, was noch da war, hat man aufgetragen und das, was neu produziert wurde, hatte dann diesen Stoffschirm. Ah ja. Da. Also der Schirm war dann bei der Reichswehr immer aus Stoff und nicht mehr wie hier, zum Beispiel aus Leder oder Vulkanfieber. Vulkanfieber ist so eine Art früher Kunststoff, kann man so sagen. Oder es ist genau das. Und genau, und die Reichswehr hatte dann bei der M20 Feldmütze diesen Schirm mit dran. Und nur noch eine Kokarde, die Landeskokarde. Richtig, weil das Reich gab es ja nicht mehr. War ja dann eine Republik. Genau. Tornister und Patronentaschen ist dasselbe wie im Ersten Weltkrieg. Ja. Ich weiß nicht, da machst du mal Videos drüber. Über die Tornister. Tornister zum Beispiel und über Patronentaschen machst du bestimmt mal. Ja, Patronentaschen habe ich sogar schon mal gemacht. Gut, dann verlinkst du das unten drunter. Ja. So machen wir es. Genau. Mantel haben wir schon erklärt. Jetzt haben wir hier noch eine Offiziersbluse. Der große Gesellschaftsanzug. So steht es jedenfalls in der Literatur. Rote Vorstöße. Und sehr, sehr grün. Und sehr, sehr grün. Es ist wohl laut dem Krauss-Buch, die Reichswehr, das grünste Feldgrau, was geht. Ist lustig, ja. Das grünste Feldgrau. Ja, den Rock habe ich gekriegt. Wenn Mario jetzt zuguckt, der wird den kennen. Der hat ihn mir nämlich geschenkt. Der war nackt, also keine Knöpfe dran, keine Fangschnur dran, Krachenspiegel weg. Stammt höchstwahrscheinlich mal aus dem Theaterfundus, weil drinnen auch mal geschwärzter Stempel ist, wo ich meine, lesen zu können, irgendwas mit Theater irgendwie. Mhm. Ja, Krachenspiegel, 100% passen die nicht. Es sind Reichswehrkragenspiegel, aber für die Feldbluse. Und das ist der Gesellschaftsanzug, also quasi wie ein Waffenrock bei der Wehrmacht. Und er müsste quasi die Unterlage in Waffenfarbe haben, also hier im Rot. Und er hat bloß die rote Grün. Ja, genau, also in Reseda Grün. Habe ich bisher nicht bekommen. Ich habe jetzt die genommen, die ich gekriegt habe. Es fehlen noch Schulterklappen für wenigstens, also ich möchte wenigstens Leutnant, Oberleutnant drauf haben. Ja. Die sind breiter wie Wehrmacht und schmaler wie Erster Weltkrieg. Ja, also so ein ganz fürchterliches Zwischenmaß. Genau, 4 cm. 4 cm. Die im Ersten Weltkrieg sind breiter, Wehrmacht ist schmaler. Genau. Schwierig zu kriegen, habe ich bisher noch nicht gesehen. Und die werden auch eingenäht. Also das ist, wie gesagt, sehr interessant. Man sieht ja auch noch die Laschen, wo die Schulterklappen sich mal befunden haben. Ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, weil man originale Reichswehrblusen selten sieht. Genau. Es gab damals auch noch die M20-Bluse, die dann sehr häppchenweise eingeführt wurde, so wie weit ich das gelesen habe. Und die sah im Endeffekt auch aus wie die Einheitsbluse 15, die ich trage, nur mit sehr, sehr kleinen aufgesetzten Brusttaschen. Genau, ne? Blende ich euch, wenn möglich, auch ein Foto ein von dieser Bluse. Habe ich. Kannst du hier fotografieren. Genau. Habe ich da. Ne? Also wir blenden euch die Fotos ein, die ich dann hier bekomme. Schon die Knöpfe zu kriegen, war auch schon ein kleines Problem. Es sind nämlich Neusilberknöpfe und nicht Alu oder bei Alu gekörnte Alu-Knöpfe kriegst du ja hinterhergeschmissen. Und ja, das war schon schwierig. Und dann haben wir diese Koppelhaken hier hinten, auch neu Silber,
wie gesagt, ich habe eine Weile gesucht, ehe ich sie bekommen habe. Lieber netter Sammlerkollege hat sie mir für kleines Geld oder für bezahlbares Geld vermacht. Also danke nochmal dafür. Und ja. Die hat halt auch kaum Mottenlöcher, die sieht wirklich aus wie neu. Also das so zu sehen, ist wirklich eine Seltenheit. Und ganz wichtig ist an dieser Jacke, hier war niemals ein Brustadler vernäht. Ja. Das muss man nämlich noch dazu sagen, denn als die Wehrmacht gegründet wurde, hatten die auch nicht sofort eigene Uniformen, sondern haben dann auch erstmal die Reichswehrröcke aufgebraucht und da dann einfach die damalige Heraldik vernäht. Genau, ne? Ja, hat hier unten an der Tasche noch ist das nun für ein Säbel oder was auch immer. Jedenfalls war hier ein Loch. Hier, ja. Da hing ein Karabinerhaken dran, ich denke mal zum Einhängen für einen Säbel. Ja, oder so ein Paradedolch, was genau, wir nicht immer hatten. Ne? Ja, auf jeden Fall habe ich mich sehr gefreut über das Stück und ich freue mich auch immer noch daran, weil das wirklich, da hatte ich vorher, ich sammle jetzt über 20 Jahre und ich vorher noch nicht so gesehen und dann bin ich so, ja, günstig. Ja, kann man sagen. Geschenkt so, ist schon so, recht günstig. Ja, so gut da dran gekommen. Ja. Ja. Und das ist jetzt mein nächstes Projekt, das zu komplettieren. Quasi. Ja. Da muss ich noch ein paar Schulterklappen suchen. Wir werden euch da auch auf dem Laufenden halten. Na, das war jetzt nun wirklich ein sehr kleiner Einblick in die Uniformen der Reichswehr, Ausrüstung und Uniformierung. Da wir nicht alles da haben und nicht alles zeigen können, die Sachen wirklich sehr, sehr schwierig zu beschaffen sind. Definitiv. Hoffe ich trotzdem, dass euch dieser Einblick, also dieser kleine Einblick in die Sammlung von André gut gefallen hat, also vom lieben Funky. Und ja, und dann schreibt auch gerne mal in die Kommentare, ob euch solche Videos, wo wirklich mal Teile einer Sammlung, also auch Originalstücke gezeigt werden. Und wenn dem so ist, dann lasst gerne ein Abo, einen Kommentar, einen positiven Kommentar. Selbst negativen. Wir nehmen sie alle. Ja, da liest du eh drüber. Richtig. Ja. Also dann sehen wir uns nächste Woche zum nächsten Video. Bis dahin. Bis bald. Wiedersehen.